Oh, dein Hund ist schon wieder abgehauen. Hier hauen Hunde ab, in Tessa alle hauen Katzen ab. Und hier hauen Vögel ab. Nein! Nein! Ja, bestimmt auch alle tot. Alle tot. Tot, 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 tot. Komm mal raus, Liebes. Dein Liebes kann nicht herauskommen. Sie ist tot. Hab ich jetzt entschieden. Und wenn sie noch lebt, helfe ich nach. Nur damit ich recht behalte. Ach, ihr seid's. Ich hab wie... Ja. Der immer noch. Hat der mich... Hat der mich darüber gefahren? Ihr sollt es jetzt der letzte Ort der See... Ja, mit seetüchtigen Schiffen. Ein Palmacosta ist weg. Wenn Palmacosta nicht wäre, würde ich dann meinen Fisch verkaufen. Aber Palmacosta existiert nicht mehr. Die Frage ist, wo verkauft er dann seinen Fisch? Also im Grunde ist er jetzt arbeitslos. Oder er ernährt sich einfach selber vom Fisch. Ah, Palmacosta ist zerstört. Da unten ist die anderes Dings, wo wir nicht hin können. Hier können wir aber hin. Palmacosta Farm. Sei nicht, vertue mich wieder. Aber doch. Hier ist er auch nicht. Tut mir leid, Martell. Da ist er wieder. Ich glaube, er versucht, seine Schritte nachzuvollziehen. Ja. Ist es vielleicht das, was du suchst? Wo hast du? In Heimer. Was passiert hat sich Kratos? Du warst es also, der Kratos angegriffen hat. Ist ja nicht so, als hätten wir es gesehen, ne? Gib mir den Ring zurück. Du weißt nicht, wie man sich zu benehmen hat, oder? Redet man so mit jemandem, von dem man etwas haben will? Der Ring bedeutet mir sehr viel. Gib ihn mir bitte wieder. Ich flehe dich an. Also gut. Danke. Du warst einer der Gefährten von Mirthos, dem Helden, oder? Also bist du auch mit Kratos und Martell gereist, nicht wahr? Woher weißt du das? Wir haben es vom Archivar der Elfen gehört. Es ist wahr, dass ich mit Mirthos und den anderen gereist bin. Damals hätte ich mir diese Zukunft nicht vorstellen können. Bestimmt ist auch Martell voller Kummer. Du, Martell, wart ihr... Vielen Dank für den Ring. Leb wohl. Was war denn mit Jon und Martell? Leute, du bist manchmal echt schwer vom Begriff, weißt du das? Sie waren ineinander verliebt, vielleicht sogar verheiratet. Was? Trotzdem hat sich Juan für den göttlichen Baum und gegen die Wiedererweckung seiner Freundin entschieden? So scheint es. Und Mythos hat den anderen Weg gewählt. Wenn man jemanden verliert, den man liebt, ist es so, als würde man in Stücke gerissen. Verstehe. Johann hat auch nicht gerade wenige Probleme. Leute, du bist unbekümmerter, als ich vermutet hätte. Aber warum hat Johann versucht, Kratos umzubringen? Weil er die Reise zur Welterneuerung stoppen wollte. Warum hat er dann nicht versucht, mich zu töten? Vielleicht gibt es ein Zwietracht zwischen den Abtrünnigen und Kratos. Nun, und Kratos halten vielleicht immer noch etwas für uns geheim. Naja, wer weiß das schon. Also, ich weiß es natürlich, weil ich das Spiel schon zweimal gespielt habe. Aber hey. Ah, ein neues Opfer. Los, Genius will Zauber lernen, seine restlichen noch. Trinus! No way! Down! Get him! Infliction! Red. Die! Hey, not too bad.
Es wäre eher nicht bad, wenn Tidal Wave, ne? Tidal Wave! We won. Zu wenig Cast. Castzeit dauert zu lange. Egal. Ja, wo gehen wir als nächstes hin? No way. Asgard. Dual punishment. Man, that was pathetic. Hm. Oder wir könnten zu Ich frage mich, wann ich eine bestimmte Sache bei dem machen kann. Ich überspringe jetzt einfach mal die ganzen Häuser des Heils. Eiskalt. Wann kann ich hier etwas Bestimmtes machen? Hallöchen! Ja, Wetter ist schön. Sagen wir mal vollständig. Nö. Könnte natürlich auch später sein oder gar nicht. Wer weiß das schon. Sie wollen nicht quasi. Leute, ich bin nicht auf Norsch, ne? Neusch. Ihr könnt ruhig laufen und mich angreifen. Ach, dann laufe ich euch eben zu euch und greife euch an. 50% Output should be sufficient. Los, Genus! Get him! Spread! Hey, not too bad. Doch, sehr bad. Was ist eigentlich das andere, was du castest, gelb? How is that? No, no. Schicksal hast du gar nicht. Pancake time. All right. Ground Asher. Ach, das soll Erde sein. Your weakness. All talk, no action. Sorry, habe ich nicht als Erde erkannt. Habe ich nicht als Erde erkannt. Fast schicken. So, noch Tidal Wave. Ja, ja, Tidal Wave. Immer wenn ich Tidal Wave lese, muss ich an einen bestimmten Charakter aus Tales of Vesperia denken. Aber jetzt lernst du Tidal Wave, weil ich das gerade anspreche. That was disappointing. Ja, Einfluss von Rita. Wenn sie Overlimit ist. So OP. Bla bla bla, Tidal Wave, bla bla bla, Tidal Wave, bla bla bla, Tidal Wave. Ja. Wie oft hast du jetzt eigentlich schon Revival 66? Muss mindestens 100 Mal, ne? Muss noch ein bisschen machen. Muss noch ein bisschen machen. So, speichern. Aber hey, wir reden nicht über Vesperia, sondern wir sind jetzt hier in Symphonia. Es ist deine Schuld. Was? Du hast bei der Welterneuerung versagt. Deshalb ist mein Vater, der in Permacosta gearbeitet hat, gestorben. Ja, mein Mann hat im Hafen von Permacosta gearbeitet. Wegen dir ist er... Was für eine Auserwählte. Diese Welt wird nicht erneuert. Sie steht vor dem Abgrund. Es tut mir leid. Nur weil es dir leid tut, ändert sich nichts. Ah! Aufhören! Die Körper der Turm des Heils ist auch weg. Es ist alles vorbei für uns. Ach, seh einer an, wer hier ist. Seht einer an, wer jetzt hier ist. Die Szene kenne ich auch nicht. Aufhören! Du bist... Hey, denkst du nicht, dass es ein bisschen zu weit geht? Du gehörst zu den Schwindlern, die sich als Gruppe der Auserwählten ausgegeben. Es stimmt, dass die Welt in Trümmern liegt, aber die Reise der Auserwählten zur Welterneuerung ist nicht absolut. In der Vergangenheit haben viele versagt. Aber diese haben sich so aufgespürt, als ob... Wir, die Hubstapler, haben uns so aufgespielt... Aber diese Leute haben euch nicht ausgenutzt. Und sie hat es sich auch nicht ausgesucht, als Auserwählte verehrt zu werden. Aber mein Vater ist gestorben. Meine Eltern wurden auch von den Designs getötet. Diese Leute haben die Designs besiegt.
Wenn dir nicht gefällt, was die Auserwählte tut, warum tust du nicht mal selbst etwas? Es ist doch deine Welt, oder? Du musst die auch selbst beschützen. Was können wir schon tun? Ich weiß es nicht, aber noch ist die Welt nicht untergegangen. Warum suchst du nicht nach etwas, was du tun kannst? Was kann ich denn tun? Ich unterstütze diejenigen, die die Welt retten können, auf meine Art und Weise. Ich war nicht stark genug. Deshalb werde ich dieses Mal mein Bestes geben, um die Welt zu retten. Wenn die Welt gerettet ist, werde ich dein Urteil akzeptieren. Ich verspreche es. Gib mir einfach noch ein bisschen mehr Zeit, bitte. Rette die Welt. Tut mir leid, wegen mir. Du hast mich schon einmal gerettet. Ja, auf diese Weise möchten wir dir danken, dass du Christopher gerettet hast. Ja, und wir haben uns prächtig amüsiert, als wir deinen Namen verwendet haben. Du bist die echte Auserwählte. Wenn du diese Welt nicht rettest, verzeih ich dir niemals. Ja, ich verspreche es. Wir werden uns in der Nähe von Heim aufhalten. Wenn es etwas gibt, das wir tun können, sag es uns einfach. Jim, das klingt überhaupt nicht nach dir. Wie auch immer, wir müssen los, Leute. Na, tschüss, ihr Betrüger. Ich... Was ist denn? Wie heißt du? Ich heiße Christopher. Ich habe das kleine Kind gespielt. Das sollte ich sein? Das ist ja schrecklich. Entschuldige, tut mir leid. Und du? Colette. Colette, das ist ein schöner Name. Ich drücke dir die Daumen für Glück. Danke, Christopher. Anscheinend bereuen sie. Das ist großartig. Ja. Ja. Aber frecherweise sagen, ja, wir haben uns großartig amüsiert, als wir deinen Namen benutzt haben. Oh, oh, oh. Das ist schon ziemlich dreist. Aber hey, noch eine Szene, die ich nicht kannte. Juhu, juhu, juhu. Und wer einer von euch sagt, es lohnt sich nicht, nur mal hier alle Orte abzuklappern? Immer und immer wieder. Lohnt sich wohl. Wobei, du bist ja eh nur Verkäufer. Ja, die Pfanne. Der Verkäufer, der hier eigentlich Elixiere vor sich stehen hat, aber keine verkauft. WTF. Das ist ja schon fast wie Clickbait. Das ist Clickbait. Citrus-Girl. Ja, das hat ja eh eigentlich nur Händler. Wieso existiert diese Steinsäule überhaupt? Einfach nur zu stylischen Zwecken? Und Nova ist gerade beim Hakunesia-Pass. Aber wir wollen nicht zu Nova. Er möchte Aska nicht sehen. Er möchte lieber ein volles Monsterbuch sehen. Aber ich habe noch kein volles Monsterbuch. Dafür müssten wir erstmal das Kolosseum machen und in Final X Dungeon. Ach, was freue ich mich schon auf den Final X Dungeon nicht. Bin gespannt, wie oft ich da diesmal versage. Ja, ein Flitterwochen und schon hier ein bisschen. Nö. Boah, ich wollte schon sagen. Na gut, hier ist eh niemand. Gegenüber? Ja, hier ist jemand. Finsternis. Ich frage mich, warum es hier nie sauber aussieht, egal wie oft ich putze.
weil jemand immer hinter dir herläuft und wieder ein bisschen Schmutz verteilt. Das wäre so der mieseste Troll überhaupt. Ja, du hast wirklich irgendwas zu sagen? Ja, sinkende Zahlen, Drachentransport.